Ich hatte letztens ihr Kind. Sie ist wie jedes andere Mädchen auch. Man kann mit ihr über Schnulzen, Schuhe und Jungs quatschen. Einfach nur lachen. Fabienne Rothe. Doch wenn sie anfängt zu singen, entdeckt man plötzlich das Besondere in ihr. Sie lässt mit ihrer Stimme einen Funken in uns aufglimmen, den wir ewig leuchten lassen wollen. Weshalb wir ihre erste Single, Dieses Gefühl, in Dauerschleife hören. Es soll das Gefühl rüberbringen, das man halt hat, wenn man mit jemandem, sag ich mal, in jemanden verliebt ist. Und ja, es passieren halt oft auch in einer Beziehung Sachen, die nicht so funktionieren, aber man soll immer wieder zueinander finden. Fliegen im Regen der Sterne. Die Sterne stehen gut für ein Album, auf dem Fabienne sowohl Englisch als auch Deutsch singen will. Doch erstmal musste ein Musikvideo für die schon bestehende Single der ehemaligen DSDS-Kandidatin her. Ja, wir waren in Amsterdam. Das war auf jeden Fall sehr lustig, weil das Team war klasse. Wir haben wirklich so viel Spaß gehabt, ne? Mein Drehpartner, der war auch sehr cool, sehr locker, das hat alles funktioniert. Und gerade erstes Musikvideo, das ist natürlich etwas, wo man denkt, kriegst du das so hin? Du musst jetzt so tun, als würdest du das gerade singen, ne? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das war alles sehr locker und ich habe Bock auf mehr Musikvideos. Das Herz beginnt zu rasen, die Schmetterlinge im Bauch flattern wild umher. Und prompt verliebt sich der Heudeprinz in die wunderhübsche Rapunzel. In der Tat erinnert Fabienne mit ihren schönen langen Haaren ein wenig an Rapunzel. Doch im Gegensatz zum Märchen legt dem Prinzen nicht die Hexe, sondern Fabienne selbst Steine in den Weg. Also am Anfang bin ich auch oft jemand, der so, also wenn man mich fragt, hast du Lust mit mir essen zu gehen? Nö, ich kann nicht. Aber das macht ja auch sich dann, da macht man sich viel interessanter mit. Zumindest hat es bis jetzt dann so immer geklappt, dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, und dann kurz bevor dann derjenige sagt, nee, okay, ich kann heute nicht oder so, dann fange ich immer an zu sagen, sollen wir nicht doch mal essen gehen oder so. Also ich finde so ein bisschen, dass ich auch viel spiele. Ich mag diese Spielchen am Anfang, aber irgendwann muss das aufhören. Jetzt wollen wir aber Klartext reden. Gibt es denn da jemanden, der dein Herz erobert hat? Nee, es ist alles beim Alten, also kein Freund, niemand da. Kein Justin Bieber. Schade. Doch wir sind uns sicher, von dem strahlenden Lächeln wird schon noch der Richtige angelockt. Die Sängerin ist durch und durch positiv. Steckt alles mit einem Lächeln weg. Denn ihre Mutter hat ihr gezeigt, selbstbewusst zu sein. Wenn mich jetzt jemand doof anguckt, der sagt, Fabienne, die bildet sich voll was ein, dann bin ich so, ja. Diese Stärke möchte sie an euch weitergeben. Also macht es ihr nach und lasst euch nicht unterkriegen. Denn Fabienne hatte recht, wenn sie sagt, dass jeder Mensch aus einem Grund auf der Erde ist. Ein Grund für Fabiennes Aufenthalt auf unserem blauen Planeten ist wohl die Musik. Zum Glück. Ich bin's, Fabienne, ich bin hier bei Bubblegum TV und ich wollte euch liebe Grüße aus Berlin ausrichten.